Hallo? Also ich bin ja schon weg, wenn ich nicht auf einem Schulfest sitze. Fort hier. Wir sind in Halles. Keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Ich nenne es einfach Halles. Das wird schon stimmen. Wenn ich sage, das stimmt, dann stimmt das auch. Ja, so. Hier rüber. Wie sieht es eigentlich mit unserer Ausrüstung aus? Charakteranpassung, sag mal. Ausrüstung. Was haben wir denn da? Wir sind Spieler Level 3. Haben wir da noch bessere Waffen? Also Waffen sind wir, glaube ich, sogar ganz gut aufgestellt, weil wir haben eine Stufe 4 Schwert. Das Einzige, was vielleicht besser ist, ist, gab es hier nicht Katana? Genau, Katana kostet aber 25.000. Die haben wir nicht mal so eben auf Tasche. Wir haben nur 11.000. Das heißt, damit wird es noch ein bisschen dauern. Langwaffen benutze ich nie. Da haben wir im Prinzip die Guisarme. Aber da wir die nicht einsetzen aktuell, können wir darauf auch erstmal verzichten. Farben ist, denke ich, ganz gut. Kopf, was haben wir denn auf dem Kopf? Wir haben eine Stufe 3 Kapuze auf. Legendärer Banditenumhang. Wie viele Heckpunkte haben wir? 220 Heckpunkte haben wir. Das müssen wir vor allem, glaube ich, kaufen. Das ist meisterlicher irgendwas Umhang. Könnten hier eine Stufe 4 prinzipiell kaufen, aber ganz ehrlich. Haben wir irgendwo eine ganz schwache Rüstung nur? Da haben wir Stufe 3. Da haben wir Stufe 4. Da haben wir Stufe 3. Beine haben wir Stufe 3. Monturen haben wir. Na gut, das ist nur der Skin, den wir haben. Booster- und Korbfähigkeiten, aktive Fähigkeit. Gruppenheilung habe ich. Aktiver Boost haben wir wahrscheinlich null im Besitz. Nahkampfboost. Premium-Nahkampfboost. Schleichboost. Ja, braucht man, glaube ich, nicht. Wir kriegen es auch ohne Boosten. Das ist zumindest, das sage ich zumindest in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass wir es auch ohne hinkriegen. Und dann werden wir wahrscheinlich total scheitern. Ich muss ja aber erstmal eine Kokarde abholen, bevor wir zur Mission gehen. Das hat Vorrang. So, da haben wir schon 5 von 15 in diesem Gebiet. Wir kommen hier echt voran. Hier sind wir in Hotel de Ville angekommen wieder. Hier waren wir bereits und haben es auf der Karte aufgedeckt, wie es aussieht. Andere Gebiete müssten wir noch aufdecken, aber ganz ehrlich... das machen wir dann, wenn wir es brauchen. Da müssen wir uns jetzt nicht mit auseinandersetzen. Hier, geh mal runter, Junge. Jetzt haben die Leute schon Angst, wenn ich hier mal runterlaufe. So, ich muss hier mal abschlachten. Das war ein Extremist, ich musste das tun. Und das ist ein Polizist, da muss ich das auch tun. Oh, ich habe, glaube ich, eine ganze Horde auf mich gelenkt. Aber ich krieg das offenbar auch so ganz gut hin. Vor allem sind wir hier nicht direkt am Knast. Da sollte ich das vielleicht nicht tun. Was ist denn mit dem falsch? So, ich muss das tun, Leute. Das sind ganz gefährliche Typen. Die haben es verdient. Hatten wir nicht mal so eine Mission hier auf den Brücken, die müsste ich auch nochmal irgendwie abholen, aber das machen wir dann wirklich, glaube ich, in einem Livestream. Das muss man ja nicht in den normalen Folgen tun. Hier ist irgendwo eine Kokarde, das sehe ich doch genau. Da ist eine Kokarde. Wie komme ich denn da hoch?
Hallo, ich will auf das... kann ich auf das Segel steigen? Okay, ich muss, glaube ich, auf das Haus da oben und dann runterspringen, wenn ich das richtig interpretiere. Aber vielleicht interpretiere ich es auch ganz falsch. Ich probiere es einfach mal. Ob man dann hier... Ja, aber das ist doch viel zu weit weg. Aber hier komme ich immerhin so. Perfekt. Da haben wir die Kokarde 6 geschnappt. Und da haben wir schon wieder irgendwelche Verbrechen. Die muss ich auch nochmal aufhalten, bevor wir dann endlich zur Mission kommen. Au! So! Weg! Ich mag keine Verbrecher! Hast du was für mich, was Nettes? Dietriche hast du, die habe ich aber schon. Die brauche ich doch gar nicht. Hast du was Gescheites mal? Eine Spielkarte, was will ich mit einer Spielkarte? Verdammt! Jemand hat Saint-Pierre kalt gemacht! Ja, sowas aber auch. So! Das kann ich mir nicht leisten, dass sie auch noch Zeugen für meine Taten sind. Dann kommt nämlich auch noch die Polizei auf mich zu, wobei die wird mich wahrscheinlich loben, weil ich Extremisten umgebracht habe. Ich bin ja schon weg. Hat niemand gesehen. Ich war gar nicht da. So, gehen wir mal hier rüber. Warum ist diese Mission so verdammt weit weg, sag mal? Das ist ja eine halbe Weltreise, bis man mal da ist. Aber so ist das offenbar gedacht, dass man hier erstmal eine halbe Weltreise machen muss. Hier, ich schwimme. Ich bin voll der, ich bin hier der Schwimmweltmeister. So, wir sind in der Cité gelandet. Da freue ich mich doch. Nachdem ich hier erstmal 1000 Meter geschwommen bin, hier in dieser Plörre, in der ich hier unterwegs bin. Das ist so richtig appetitlich. Muss ich doch sagen, also ich habe selten was Appetitlicheres gesehen. Ja, so, jetzt ja, immer noch weiter schwimmen. Man sieht so richtig hier, wie die Leute einfach in den Fluss geschissen haben, wahrscheinlich alle. Ich meine, das war zu der Zeit ja durchaus nicht unüblich, dass man da einfach mal in den Fluss geschissen hat. Und dann aus diesem Fluss wieder getrunken hat. Gut, das hoffentlich nicht. Das stelle ich mir nämlich nicht so appetitlich vor. So, auf der Île Saint-Louis sind wir gelandet. Wo wir erstmal nicht drauf... Hat einer geschossen? So, erstmal genug geschwommen hier. Da unten. Warum ist das denn da unten wieder im Keller? Interagieren. Was habt ihr für mich? Ja, was auch immer. So, dann wollen wir noch mal hier hoch zum Rat der Assassinen gehen. Huch.
Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ach so. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von de la Serres Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Ja, das ist es in der Tat. Mit einem Mann namens Roi de Thunes. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Ach so. Wir setzten 3 Assassinen auf ihn an. 2 fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Das ist aber schlecht. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Das ist richtig. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Aha. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinen. Ach so. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn. Assassine. Ja? Der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thunes. Dann werde ich das mal machen. Und dann bring ihm Frieden. Das werde ich tun. So, dann will ich doch mal hier, was auch immer die Mission jetzt ist, Phantomklinge drücken. Sie 1, um die Phantomklinge auszuwählen. Haben Sie diese Auslösung, drücken Sie für einen Reflexschuss. Halten Sie Rechtsklick gedrückt und zielen und drücken Sie Linksklick, um zu schießen. Werden Gegner von Berserkerklingen getroffen, greifen Sie Ihre Verbündeten an. Neue Klinge erhalten Sie im Geschäft. Ach so. Phantomklingen. Ja, und wie wähle ich die aus? Ja, ich kann hier 1 drücken, aber dann wähle ich sie ja nicht aus damit. Phantomklingen. Habe ich die jetzt ausgewählt oder habe ich die nicht ausgewählt? Ich weiß es nicht. Hey Arno. Ja, was ist? Also, da kann ich Zeug kaufen. Was habe ich denn eigentlich? Verbrauchsgegenstände. Ich habe 5 von 5 Klingen, 2 von 2 solchen Klingen, 0 von 5 Kugeln, 3 von 5 Medizin. Ich könnte hier prinzipiell alles auffüllen, aber ganz ehrlich, das finde ich sowieso an jeder Ecke. Fähigkeiten, Ausrüstung haben wir hier. Fähigkeiten, kann ich mir neue Fähigkeiten eigentlich holen? Fernkampf. Auffüllpunkt. Die Fähigkeit, ein Auffüllpunkt zu erhöhen, an dem Sie und Ihre Mitspieler Bomben und andere Verbrauchsgegenstände erhalten. Wenn die Fähigkeit ausgerüstet, drücken Sie Y, um einen Auffüllpunkt zu erzeugen. Kostet aber 10 Dingspunkte. Bomben, Geldbeutel, Bombenbetäubungsbomben, verbesserte Phantomklingen, Bombengiftgas können wir auch machen. Schleichen, haben wir da irgendwas, was wir jetzt tun können? Verkleiden. Gemeinschaftssinn. Doppelattentat. Das wäre ja halt cool, wenn man das hätte. Aber das kostet halt irgendwie 4 Punkte, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Deswegen kann ich das natürlich schlecht machen. Dann wollen wir noch mal schauen, was genau wir jetzt wo. Das Ausrufezeichen zeigt nach da. Wenn ich das auf der Karte richtig sehe, das heißt, wir müssen nach dort gehen, um Dinge zu tun. Dann heißt es wieder durch die Plörre durch. Na lecker, da freue ich mich doch immer. Ach ja, wer schwimmt nicht gerne in der Plörre rum? Da.
Was haben wir dann hier so, wo wir hier hingehen können, tun, bla. Mal sehen. Da irgendwo muss es sein, in dieser Richtung zumindest ist da ein Ausrufezeichen zu sehen. Was bedeutet, dass wir dort doch hoffentlich auf die Mission treffen, die wir eigentlich machen sollen. Das wäre zumindest zu hoffen. Nicht, dass wir den ganzen Weg umsonst geschwommen sind. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt schwimme.